Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal unser Haus zeigen und zwar also ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben ein Haus gekauft im Juni schon, also schon eine Weile her. Dieses Video ist auch von damals, bin nur noch nicht zum Schnitt gekommen. Ich hoffe, euch gefällt die Roomtour unseres Hauses. Das ist nämlich die Uncut gekauft. Also so haben wir das Haus gekauft und ich lade in die Tage den Baufortschritt bis jetzt hoch. Es hat sich nämlich schon eine Menge getan und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr irgendwie ein Q&A dazu haben möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare und dann drehen wir gerne ein Q&A, warum wir ein Haus gekauft haben, wie unser Weg dahin war, weil wir wollten auch ganz lange bauen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Video anzuschauen. So, Haustür. Ja, also hier kommen wir zur Haustür rein. Es halt ein bisschen. Ich gehe nur mal kurz auf die Haut zu, um euch das zu zeigen. Dann haben wir hier so den Eingangsbereich von unserem Häuschen. Und hier sind so die verschiedenen Zimmer. Und da ist der Gang nach hinten. Genau, das ist so der Gang. Was sich hier verändern wird, ist definitiv die Farbe. Eventuell auch etwas Deko. Und wir wollen auf jeden Fall diesen Schrank hier behalten. Hier geht es in den Keller runter. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins erste Zimmer. Das ist hier das, ja. Wir werden sie schon jetzt Kinderzimmer nutzen. Aktuell ist es so ein Multifunktionsraum. So. Genau, und dann geht es weiter ins Schlafzimmer. Also hier wird sich so ziemlich alles ändern. Sowas werden in den Keller kommen. Wir werden hier auch streichen, logischerweise. Und dann wird das, wenn es soweit ist, also wahrscheinlich als letztes Zimmer renoviert und komplett entrümpelt. Dann geht es hier ins Schlafzimmer. Ja, die Schilder werde ich auch alle abmachen. So. Hier sind wir im Schlafzimmer. Ich sage immer ganz liebevoll zu allen, die hier zu Besuch kommen, willkommen in der Zeitreise. Hier wird sich auch alles ändern, zumal wir auch den Boden abschleifen wollen. Genau. Hier wird sich alles ändern, weil wir halt in dem Schlafzimmer logischerweise nicht leben können. Auch nochmal gestrichen und so weiter wird hier. Und was ich auch noch dazu sagen muss, bei uns werden alle Fenster getauscht. Das haben wir von Anfang an gesagt, das werden wir von Anfang an machen. Und ja, ganz unspektakulär Schlafzimmer halt. Dann kommt hier das Wohnzimmer. So, hier ist das Wohnzimmer. Gehen wir auch mal rein. Dum, 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 da, da. Ja, kleine Rundum-Ding. Rundumblick. Kleiner Rundumblick. So, hier wird sich auch relativ viel verändern. Das Fenster wird wahrscheinlich dreigeteilt. Also nicht mehr ein großes feststehendes. Da geht es raus auf unsere Terrasse. Und ja, der Schrank wird fliegen. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, eine IKEA-Hemnes-Kommode zu haben und eine kleine Kommode, also eine Vitrine und eine Kommode zu haben. Das würde sehr gut, glaube ich, reinpassen. Ja. Und sonst wird die natürlich gestreicht. In einer anderen Farbe gestrichen. Und ja, das Sofa sieht ja einfach verboten aus. Wie der Kronleuchter auch. Und ja, da wollen wir einfach noch ein großes Sofa kaufen. Also hier wird sich auch relativ viel verändern. Das Schöne ist, hier im Haus ist überall Parkett oder Fliesen verlegt. Deswegen haben wir eigentlich echt guten Boden und werden ihn auch drin lassen. Genau. So, und dann geht's weiter. Gehen gleich ins Zimmer gegenüber.
das Badezimmer. Unser kleines Badezimmer. Wir haben kein Gästeklo, sondern wir haben nur ein Badezimmer. Was für uns aber jetzt nicht die Welt tragisch ist. Das ist für uns völlig in Ordnung irgendwie. Hier wird sich nicht so viel verändern. Das werden wir erstmal so belassen. Wir werden allerdings wahrscheinlich die Fliesen streichen und den Fußboden so lassen, weil ich finde den Fußboden eigentlich ganz schön. Und irgendwann werden wir das Bad auch mal noch komplett machen. Aber was wir festgestellt haben, was sehr cool ist, ist hier ein Spiegel. Und guckt mal, da ist innen auch ein Spiegel. Das ist schon echt cool. So, und dann bin ich hier. Hi! Genau. Kleines, feines Badezimmer. Die Teppiche fliegen natürlich raus. Wieso ziemlich ist nicht jeder Teppich hier drin? Genauso wie dieser Wandteppich. Der ist zwar echt schick. So, kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Der ist zwar echt schick, aber ja, schrecklich, finde ich. Da gibt es hier einen ganz coolen Spruch. Wir werden halt wahrscheinlich alle Tapeten nur überstreichen, einfach weil die Grundierung ganz gut ist, aber das über die Zeit einfach vergilbt ist. Ja, und dann kommen wir ins letzte Zimmer. In unsere Küche. Ja. Hier ist ganz oldschool eine Eckbank. Und eine Küchenzeile. Genau. Ja, hier wird sich auch relativ viel verändern. Ich habe vor, die Eckbank zu streichen und die Bezüge neu zu machen. Es kommt ein anderer Tisch rein und es kommt eine andere Küche rein. Und zwar eine L-Küche. Einfach um mehr Stauraum zu haben. Quasi von hier bis hier. Die haben wir uns auch schon planen lassen. Wird super schön. Ja, genau. Das ist so das der obere Teil unseres Bungalows. Dann geht's runter in den Keller. So. Da ist jetzt auch nochmal ganz spannend. Ich zeige euch mal die Highlights. Ja, diese Person, die ja das Haus gehört hat, die hat so ein kleines so ein bisschen Nordsee-Fable gehabt, was sehr cool ist. Was ich sehr gern auch mag an diesem Haus, ist es ja ein voll verklinkertes Haus. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist an der Nordsee. Und das liebe ich einfach an dem Haus. Ja, wenn wir hier runterkommen, dann sehen wir gleich so einen so einen Schrank halt. Und eine Garderobe. Die Garderobe werden wir wahrscheinlich in ein anderes Zimmer umbauen. Genau, hier ist auch wieder alles gefliest. Und da drüben sind hier quasi zwei Schuhschränke, die wahrscheinlich auch behalten werden. Ja, dann ist hier die Heizung. Ist relativ unspektakulär, aber da verändert sich was. Deswegen nehme ich euch kurz mit rein. So. Gäbe es schon Geruchs-YouTube, dann könntet ihr den Duft gerade riechen, der hier drin ist. Ja, wie gesagt, eine unspektakuläre Heizung, die wir aber auch von Anfang an tauschen werden. Also es wird eine andere reinkommen. Nahwärme nennt sich das. Das gibt es bei uns hier im Ort. Und dann ist hier Ölheizungs-like halt, sind hier die Tanks. Und für die Nahwärme werden wir diesen Raum gewinnen. Und da wird dann unser Büro reinkommen. Und jetzt kommen bestimmt die Worte, ja, aber es stinkt hier drin noch so dolle. Es gibt Farben, die das neutralisieren. Deswegen wird hier unser Büro reinkommen. Halt auch hauptsächlich das Zockerzimmer von meinem Mann. Und auch eben, ja, mein Schreibtisch wahrscheinlich. Und da werden wir halt durchbrechen quasi. Sonst hätte ich den Raum gar nicht gezeigt. Dann geht's weiter in dieses Zimmer. Auch eins meiner absoluten Highlight-Zimmer. Das ist nämlich das größte Zimmer hier im Haus, vermuten wir, oder das zweitgrößte. So sieht es aktuell aus. Hier wird mein Nähreich reinkommen, aber wahrscheinlich hier so in die Ecke wird mein Nähreich reinkommen. Mein Zuschneidetisch und alles, dass wir alles modular nutzen wollen, um
Also mit Kallax-Regalen, so dass man sie da ab und aufbauen kann. Dass wir hier auch, wenn wir irgendwie einen Raum bräuchten, um ein größeres Fest abzuhalten, das gehört auch noch dazu, auch noch einen Raum hätten. Das ist nämlich echt ein sehr großes Zimmer. Ja, von dem her ist ja auch sehr angenehm von der Temperatur, muss ich sagen. Ja, und dann kommen wir zu meinem kleinen Schatzi. Das ist Mr. Hechti-Wechti. Am Anfang fand ich ihn sehr skurril oder sehr kurios. Mittlerweile muss ich sagen, je länger irgendwie wir an diesem Hauskauf dran waren, je mehr ist er mir ins Herz gewachsen. Erst war er mein Barschi und dann war er mein Hechti, also sein Hecht. Der Verkäufer meinte nur, man könnte ja eine Lichterkette reinmachen und ihn zu Halloween vor die Tür hängen. Mein Schwiegervater meinte, man könnte den kleinen Fisch hier noch reinstecken. Und dann könnte man ihn auch hin zu Halloween raushängen. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich ihn hinpacke, aber irgendwie muss er bleiben. Also es wird eine Liebe langsam. Ja, hier sieht man noch was von diesem Nordsee-Feeling oder Fable. Ja, also hier wird eben das Nähzimmer und aber auch eben die Sofa. Unser Sofa kommt da rein, ist unser aktuelles Sofa und das Sofa vom Kinderzimmer. Von oben und das Sofa, das wir aktuell bei uns im Schlafzimmer stehen haben, kommt hier rein. Vielleicht auch noch ein Fernseher, dass man dann quasi hier auch ein bisschen Freunde drin abhalten kann. Und ja, man kann hier aber dann auch gut mit Papierzeltgarnituren reinstellen. Wenn das Wetter schlecht ist, dann kann man hier unten feiern. Die Funzel muss natürlich auch weg. Und hier ist ein Kelleraufgang in den Garten. Und deswegen werden wir hier eben eine Garderobe hinmachen, da wo der Pinguin sitzt. Also eine Garderobe, eben die wahrscheinlich Garderobe, die draußen ist, mit einem Schuhregal. Genau. Hier geht's quasi nach oben in den Garten. Genau, und dann wollen wir halt quasi immer so durch dieses Zimmer gehen, wenn wir nach draußen in den Garten gehen und einfach unsere Werktagssachen reinkommen. Und diese Tür haben wir uns überlegt, die wollen wir wahrscheinlich von Anfang an auch austauschen. Ansonsten werden wir im Keller hier tatsächlich keine Fenster tauschen, weil wir es nicht als nötig empfinden. So. Hier gibt es auch noch so Partylicht. Snooze-Licht. Ja, dann geht's weiter ins nächste Zimmer. Und zwar in dieses. Es ist, glaube ich, das Zimmer, das wir am meisten irgendwie feiern oder mit feiern hier im Keller. Es ist nämlich ein kalter Keller. Vielleicht machen wir noch das Licht an. Ne? Es ist ein kalter Keller. Kalter Keller ist eigentlich nichts anderes als eine Speis. Wir haben hier oben keine Speis. Deswegen werden wir hier unsere Lebensmittel lagern. Und auch unseren neuen Gefrierschrank. Der ist halt im. Ja, die ganze Story zum Haus werde ich euch noch erzählen. Oder habe ich euch in dem Video schon erzählt. Wir haben den Gefrierschrank, der ist noch original verpackt. Der wird hier in den Keller kommen. Und ja, ein paar Sachen werden sicherlich auch verkauft werden. Aber ja, hier wollen wir halt unsere Lebensmittel in Zukunft lagern. Und wir uns schon sehr darauf freuen, dass wir jetzt dann einfach Möglichkeiten haben, besser Sachen zu lagern, die nicht so schnell hingehen. Gerade Kartoffeln vergammeln bei uns in der Dachwohnung sehr, sehr schnell. Ja, und dann kommen wir schon ins letzte Zimmer. Sondern nicht das Überraschungszimmer. Ja, hier ist die Waschküche. Das ist mit Bügelbrett und so. Das sind wir natürlich auch ein bisschen gestalten. Hier ist nämlich aktuell auch schon eine Waschmaschine drin, die wir aber auch nutzen wollen. Wir wollen auch unsere nutzen. Und ja. Das war eine Überraschung, weil wir wussten vom Bauplan her nicht, dass es in diesem Zimmer eine Dusche und eine Toilette gibt. Und deswegen waren wir sehr positiv überrascht, dass wir quasi noch eine zweite Toilette haben und noch eine Dusche. Gerade die Dusche findet mein Mann sehr toll. Und die Toilette ist schon auch sehr praktisch, nochmal eine zweite zu haben. Und ja, das ist halt so der Waschraum. Ganz oldschool. So, das war's.